Hallo meine Liebe, es ist Mio-Zeit. Ich darf dir wieder die neuesten Herbsttrends präsentieren und wollte dir aber noch eine kurze Geschichte erzählen, weil letzte Woche war eine neue Kundin da, die einfach so einen netten Satz gesagt hat und dann gedacht, ja genau so ist es und ich bin so froh und dankbar, dass es so ist, weil es gesagt hat, in alles, was man reinschlupft, passt einfach und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich liebe Italien, ich liebe italienische Mode, italienische Essen, die Sprache, das Land, ja, aber ich finde halt die Mode genial und genial sind auch diese Einheitsgrößen, dass fließend und locker geschnitten wird. Natürlich, wenn du eine 34 bist, schaut auch oft toll aus, wenn es locker ist, aber dann gibt es natürlich auch figurbetonte Schnitte, aber oft auch diese über drei Größen gehen und es fällt dann einfach immer richtig schön, schick, lässig, es sind edle, schöne Stoffe und ja, das ist irgendwie das totale Glück, dass du ziehst eines an und es passt das sofort, weil ich weiß noch, wie ich früher shoppen war und oft frustriert war, weil erstens habe ich mich mit den Größen nicht auskannt, in einem Geschäft hast du 40, in den anderen hast du 44, käme ich überhaupt nicht ausnehmen, muss mir dann immer gleich mehr Stück nehmen und es hat dann oft trotzdem einfach nicht so gepasst. Also ich finde die Schnitte genial und dann habe ich noch zwei sehr liebe Freundinnen gefragt, die ich nicht oft sehe, wie es mir so geht und der Online-Shop ist super geworden und wie es so mit den Retouren ist, wie es mir da geht, weil da hört man ja oft, da wird immer so viel zurückgeschickt. Und ich habe das Gott sei Dank nicht, weil sonst könnte ich es wahrscheinlich nicht machen als Kleinunternehmerin. So viel Stückzahl habe ich nicht. Der Postversand ist für mich wirklich teuer. Die haben jetzt schon das zweite Mal heuer angehoben. Und ja, es ist wirklich selten, dass was zurückgeschickt wird, weil es einfach passt. Ja, das wollte ich da einfach erzählen. Vielleicht schaust du schon öfter das Video und denkst, ich weiß nicht und passt mir das dann und dann will ich es nicht zurückschicken. Probier es einmal aus, ich glaube, es wird dir passen, weil es geht ganz vielen so. Und ja, jetzt fange ich gleich an mit dem, was ich anhabe. Ich habe da einen färbigen, einen bunten Blazer. Ich finde die Blazer jetzt auch ideal als Übergangsjacke. Heute ist ja wieder schön warm geworden, wobei ich das Wochenende auch irgendwie irrsinnig nett und kuschelig gefunden habe. Ich freue mich irgendwie schon wieder auf diese kuschelige Zeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Einheizen wieder und zu Hause schön machen, Duftkerzen und schön dekorieren und Halloween ist dann bald wieder. Also ich freue mich schon wieder am Herbst, aber heute genießen wir oder die nächsten Tage genießen wir noch einen schönen Spätsommer. Aber in der Früh und am Abend braucht man dann doch was zum Drüberziehen oder auch fürs Büro, für die Arbeit. Richtig schön schick ist dieser Blazer, kostet nur 45 Euro. Und passt von Größe 38 bis 40, ist nicht zuzumachen. Und ich mag das einfach, weil er elegant ist, er hat wirklich einen schönen Stoff, aber dann auch ein bisschen dieses Sportliche, dieses Geraffte. Und drunter habe ich ein Viskose-Shirt, das habe ich letzte Woche schon präsentiert, das mit die Abnäher. Dann habe ich die Magic, das ist jetzt wieder die Nuller. Habe ich dir jetzt erzählt, letzte Woche und vorletzte Woche, es ist nur so, dass Größe 0 und die Größe 1 schwarz leider wieder total ausverkauft ist. Ich nehme eigentlich eh schon immer mehr Stück, aber Gott sei Dank geht es ratzfatz und ich muss jetzt wirklich mehr kaufen, dass das einfach nicht passiert, dass schwarz ausgeht. Das ist einfach eine Standardfarbe und die braucht man. Und dann habe ich da ganz neue Schuhe, ich zeige dir die von der Nähe, ich finde die so genial, weil halt so viele Farben drinnen sind. Du hast grün, orange, grau, rot, das Leo-Muster, beige, also da passt so viel dazu. Ich ziehe es dann auch zu einem anderen Outfit an und da hast wieder, dass es so einen leichten Absatz hat. Ja, das haben jetzt fast alle Schuhe, die ich da zeige, das finde ich super, weil ich finde, mit Absatz stehe ich einfach immer ein bisschen gerader. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und die Beine sind gleich ein bisschen länger, wenn die Schuhe ein bisschen höher sind. So, den Preis weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Um die 40 Euro, aber sie sind im Online-Shop zu finden.
Dann habe ich hier einen richtig schicken, coolen Mantel. Also der gefällt mir extrem gut. Der hat einen super Schnitt, schön schmal geschnitten. Passt von Größe 38 bis 42, wirkt so wie ein Flanellhemd. Greift sich auch ganz weich und kuschelig an. Und auch ideal für jetzt. Schöne Länge, auch für kleine Frauen super. Und passt eben von Größe 38 bis 42, habe ich schon gesagt, und kostet nur 59 Euro und gibt es schön in diesem Camel gehalten oder in schwarz-weiß. Also richtig ein schöner, cooler Übergangsmantel. Und dazu habe ich, jetzt mein Basic-Shirt anlassen und die Magic, und dazu habe ich neue Schuhe. Die haben auch einen richtig hohen Absatz, also du stehst richtig hoch bequem, die kosten nur 39 Euro. Ich habe das schon einmal, die sind ganz leicht und du gehst wie im Batschen drinnen. Sie sind ein Traum. Und manchen sind sie zu klobig und die sind jetzt ein bisschen schmäler. Schau, wenn du hier schaust, ist der viel breiter, weil da die Sohle so raussteht und hier schließt es relativ ab. Also er ist optisch ein bisschen schmäler, aber schön hoch und sie sind einfach irrsinnig modern. Ich finde es einfach viel lässiger als einen Snickerschuh. Die sind auch mega, aber wenn es ein bisschen klassischer sein soll, finde ich den einfach perfekt. Und nur 39 Euro. Da habe ich auch eine sehr schöne Bluse in Happy Size. Die geht schön über den Po drüber. Und es hat hier dann so wie eine Raffung, einen Knoten, aber fix und fertig, macht man nichts mehr machen. Das heißt, es ist hier ein bisschen angehoben, geht aber auch trotzdem schön über die Hüften und passt auch so von Größe 38, 40 bis Größe 44. Hier ist es etwas schmäler, das messe ich da ab, den Hüftteil. Da ist es schön locker mit den Fledermausärmeln, schön lässig. Und die Farbe finde ich ein Traum, dieses Ocker, glaube ich, sagt man dazu, sind halt so richtig schöne Herbsttöne. Das Shirt kostet 29 Euro, gibt es eben noch in Senf, in Khaki, in Rot und in Beige und in diesen schönen Ocker. Das ist so ein edles Hingucker-Outfit, also da ist alles mega, finde ich. Ja. Ich fange einmal mit der Tasche an. Ich habe mich wieder verliebt. Da ist es Stoff. Da hast du diesen Holz, weiß ich nicht, Öffnung. Aber da ist mit einem Zip zu verschließen. Es hat wieder einen langen Gurt dabei. Es ist keine Innentasche dabei. Und da hast du wieder edles Kunstleder. Du siehst, die ist wirklich schön groß. Und die ist einfach, ich finde sie mega schick. Sie schaut so richtig teuer aus, finde ich. Könnte eine 300 Euro Tasche sein, kostet nur 59 Euro, grün ist wunderschön, passt super zu den Sneakers dazu, die ich kombiniert habe. Ich habe jetzt auch die grüne Lederlegging an, du kannst natürlich die schwarze anziehen, aber ich finde das einfach viel stimmiger. Und jetzt zeige ich dir noch die Farben von der Tasche, dann einmal so ein schöner Bärenton, auch wunderschön. Und klassisch in schwarz-grau, wunderschön, 59 Euro, liebe ich heiß. Dann diese Bluse ist auch so ein Traum, entschuldige, es ist alles so ein Traum, weil ich habe die in mehreren Farben gehabt und die war wirklich ratzfatz weg. Ich habe jetzt nur mehr das Beige, ich packe das aus, ich kann euch nicht immer gleich alles in einem Video zeigen, sondern zeige es halt dann verteilt und im Geschäft, also es ist wirklich ratzfatz weggegangen, da diese Glockenärmeln, das ist total verspielt und schön, ich liebe das einfach, wenn es ein bisschen so verspielt ist, diese Ärmeln, und das hat ein Top eingearbeitet, ein elastisches, das passt von Größe 38 bis 44, es ist wirklich so schön. Und das meine ich, es fällt dann einfach gut. Es passt sich deiner Figur an. Hast du Größe 38, fällt es einfach schmäler. Hast du 44, sitzt es einfach auch richtig schön.
Da siehst du, wie lange es ist, kostet 29 Euro. Und ja, ich hoffe, ich kriege das wieder mal nach. Das war wirklich mega. Die Schuhe habe ich da auch gezeigt. Passen einfach super zur Tasche, zur grünen Hose. Beige hast drinnen, es ist alles drinnen in den Schuhen. So, weiter geht's mit meinem Co-Model. Ich habe da ein wunderschönes Strickkleid. Es greift sich so weich und geschmeidig an. Passt von Größe 34 bis 38, kostet 42 Euro. Und du hast da diesen Leo-Gürtel mit dabei. Auf der Seite hast du Schlitze, weil das Kleid geht circa bis übers Knie. Und damit du schöne Schritte machen kannst, hast du hier auf der Seite eben den Schlitz. Du kannst das schon mit Stiefeln kombinieren, ist natürlich auch mega. Oder einfach auch sportlich mit die passenden Leo-Schuhe dazu. Die habe ich dir, glaube ich, auch letzte Woche gezeigt. Die sind schon im Online-Shop drinnen. Auch mit so einem Absatz, so wie ich es jetzt anhabe. Eigentlich genau der gleiche Schnitt, nur ein anderes Muster. Da hast du mehr Camel. Und jetzt zeige ich dir noch die Farben vom Kleid. Einmal gibt es jetzt, ich zeige dir jetzt den Gürtel noch von der Nähe. Du ziehst den schönen Leo-Gürtel. Es gibt es in Grau, in Schwarz und in den Lila. Das ist auch eine ganz starke Farbe im Herbst. Die sieht man jetzt auch sehr oft. Um 42 Euro. Da habe ich auch ein richtig cooles Traumoutfit. Einfach, ich weiß, das ist so typisch Mädchen, einfach ein Tüllrock, damit so noch verschiedenen Schichten. Ich habe ihn jetzt mit Schuhe mit Absatz kombiniert. Ich zeige es dir aber auch, wie er ausschaut, mit Sneakers und einfach einen Pulli dazu. Ja, ich zeige dir mal den Rock von der Nähe in den anderen Farben. Jetzt habe ich Royalblau an. Es gibt Beige, da ziehe ich ihm auch noch an, oder Camel eigentlich, Schwarz und in Grün. Der Rock kostet 45 Euro und ist eher klein geschnitten, also er passt von Größe 34 bis 40, ja, nicht bis 42. Er ist wirklich eher klein geschnitten, er schneidet mich auch ein bisschen ein. Du hast wieder einen Unterrock dabei, drunter. Somit ist er nicht transparent und ich liebe ihn. Ich liebe es einfach. Es ist, da denke ich mir immer, es ist so schön, eine Frau zu sein. Wir können einfach so viele ausgefallene, schöne Sachen tragen. Ich habe jetzt dazu eine kurze Weste. Ja, die ist da zum Knöpfen. Sie ist da so mit vor. Ich habe jetzt so ein Top drunter anzogen. Die ist auch richtig schön weich. Die stelle ich mir auch richtig leibend vor bei einer High-Waist-Hose zum Beispiel. Und auch wenn du eine 34er bist, wenn es dann einfach lockerer sitzt, schaut auch mega aus. Die kostet 39 Euro und dann meine coolen Stiefeln dazu. Das sind schon meine. Die habe ich schon angehabt, die gehören schon mir. In 38, glaube ich, gibt es das jetzt nicht mehr, tut mir leid. Ja, finde ich einfach spitze, der breite Absatz wieder, diese Gummisohle, da diese Sohle, das ist, mit denen kannst du dann halt auch wirklich im Winter gehen, wenn der Boden kahl ist, es ist wurscht. Und sie wirken hoch durch diesen Plateau, aber wenn man das so wegnimmt, du stehst nicht hoch drinnen, ist aber trotzdem ein bisschen ein Absatz und macht einfach gleich ein bisschen weiblicher, finde ich, wenn man einen Schuh mit Absatz, und die kosten 49 Euro. Da weiß ich den Preis. Die Weste 39, Rock 45 und mein Shirt, mein Top um 12 Euro. Gibt es viele Farben, ist wieder total aufgestockt im Geschäft. Und da habe ich ihn einfach mit Sneakers dazu kombiniert und mit einem Sweater, mit einem Pulli dazu. Kannst ihn genauso sportlich tragen, den Rock. Muss nicht immer mit Schuhe mit Absatz sein. So ein Tüllrock ist einfach auch mit Sneakers und einem sportlichen Oberteil genauso tragbar. Den Pulli finde ich eigentlich auch richtig mega cool. Da in so Magenta, der Tiger, und kostet 39 Euro und gibt es auch in Royalblau.
Passt von Größe 36 bis 42 leicht. Vielleicht kleine 44. Das wäre eigentlich auch cool. Royal Blau Kombi. Und dann gibt es ihn noch mit einem anderen Aufdruck. All we need is love. Ist ein bisschen schwierig verkehrt zu lesen. Ah, du siehst das auch verkehrt, ja. Es steht all we need is love, ja. In so einer schönen Pistazie mit so einer Zartrosa. Da hat es auch so schöne, ich habe auch so schöne Schuhe gehabt in diese pastellige Töne. Also wenn du vielleicht so pastellige Schuhe hast, richtig schön. Und in Schwarz wieder mit Magenta. Um 39 Euro, der Rock 45 und die Schuhe, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Das war's schon wieder. Ich hoffe, es war wieder was dabei. Genau, ich habe noch eine super Neuigkeit. Die Woche noch nicht, aber ab nächster Woche, ab Oktober, ist jeder Samstag geöffnet. Jeder Samstag von 9 bis 16 Uhr. Das heißt, ich habe jetzt Donnerstag, Freitag und jeden Samstag ist offen von 9 bis 16 Uhr. Nicht nur bis zum Mittag, nicht diese Woche, aber ab nächste Woche, ab Oktober, ist es soweit. Bitte erzähl immer viel herum. Ich brauche Werbung, ich brauche neue Kunden. Du würdest mir sehr helfen. Auch immer bitte liken. Und am besten noch teilen und oder du hast ein Outfit an und postest es und verlinkst meine Firma damit, Mio Private Shopping. Wäre einfach mega. Vielen lieben Dank schon im Vorhinein. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Spaß beim Shoppen oder du kommst mich im Geschäft besuchen. Würde mich richtig freuen. Dickes Bussi, Baba!